Konrad zum Gruße, Leute. Es geht weiter mit Memoria in der fliegenden Festung. Und wir sollen jetzt hier irgendwie, ja, die Türme oder eher die Schwebekristalle deaktivieren oder zerstören oder so, damit wir an ihren Bruder Kasim rankommen können, der sich ja gerade auch noch schützt und die Macht des Landes an sich reißen will. Und das wollen wir aufhalten, denn wir sind ja der Held oder in diesem Fall die Heldin. Und ja, ich habe keine Ahnung, wo wir da anfangen müssen oder wie man das jetzt hier macht. Ich lasse den jetzt mal los. Ich komme nicht nah genug heran. Kasims Arme sind ekelerregend unruhig. Wenn ich die zerschneide, geht nicht, ne? Sie wachsen sofort wieder zusammen. Kann ich da was anderes machen? Davon brauche ich. Mir fehlt die Vision. Wie komme ich denn daran? Kann ich das versteinern? Der Zauber wirkt nur auf... Gut, geht auch nicht. Kann ich das deaktivieren? Kasims Anwesenheit schwächt mich. Ihr müsst den Kristall mit euren eigenen Händen berühren, damit ich ihn verzaubern kann. Ach, besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Ich verstehe. Mit meinen eigenen Händen zerstören. Wenn es anders nicht geht. Ah, das ist ja cool. Alles klar. Was haben wir jetzt hier bekommen? Ein Kristallsplitter? Ja, aber geht das Ding jetzt nicht wieder runter dann? Er schwebt in meiner Tasche. Oder wie, oder was? Wenn ich jetzt hier rübergehe, bin ich dann woanders? Weil das Ding ist jetzt runtergekommen. Ach, ich kann jetzt hier rübergehen. Hab mir einen Durchgang quasi geschaffen. Kann ich das zerschneiden, die Tentakel? Das ist ja cool. Ja, das finde ich gut. Strich durch die Rechnung machen, finde ich immer gut. Oh. Sie lassen sich nicht so leicht von ihrer Beute abbringen. Ach, die wachsen dann immer direkt nach, oder was? Jetzt wächst der andere bestimmt wieder. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn der hier vielleicht weg ist und... Ja, weiß auch nicht wieso. Hab den jetzt einfach mal da gelassen. Turm 3. Waren wir schon in Turm 3? Keine Ahnung, war ich schon in Turm 3? Weiß ich nicht. Oh, nein, waren wir noch nicht. Prinzessin, was ist? Er ist in meinem Kopf. Hat dich deine Vergangenheit etwa eingeholt? Lasst euch nicht verwirren. Es ist nur ein Spiel. Eine finstere Illusion, um euch zu brechen. Nichts davon ist wirklich. Versucht euch darauf zu besinnen, was ihr wirklich seht, und der Trug wird verschwinden. Okay. Was sehen wir denn wirklich? Es ist nur eine Illusion. Sagt, was wirklich an dieser Stelle steht. Hier ist... Hier ist die Statue immer, oder? Eine Statue. Aber... Oder ist hier die Statue? Hier steht... Naja, wenn das hier die Statue ist, dann was ist sie dann? Kann man das irgendwie ableiten? Kann ich jetzt dasselbe nochmal nehmen? Eine Statue. Noch eine Statue, das ist ja Quatsch. Hier ist... Ach Gott. Eine Rüstung? Eine Rüstung. Hier steht... Ein Schild. Ein Schild. War auch nix. Ich werde ihn töten. Ein für allemal. Okay, An dieser Stelle ist... Ach, das muss ich auch noch machen. Ein Fackelhalter. Ja. Hier ist... Oh Gott, wie krieg ich das denn? Ich kann die alle verteilen. Ja, das Problem ist, glaube ich, die waren ja jetzt alle immer woanders. Also der Fackelhalter war immer mal an der einen Seite, dann auch mal auf der anderen Seite. Anhand der Mädchen würde ich halt sagen, dass das eine halt zumindest eine Statue ist. Ein Schild. Hier steht... Hier steht... Ich weiß es nicht. Ich kann nicht klar denken. Die Objekte in den Kammern sind nach einer bestimmten Logik angeordnet worden. Seht euch die anderen Räume genau an.
Vielleicht könnt ihr ein Muster erkennen. Ja, ich denke, wenn ich nochmal zurückgehen kann, dann mache ich das. Ach so, ich dachte, ich muss das jetzt auf Anhieb machen. Dann möchte ich das gerne nochmal sehen. Zu Turm 3. Der andere ist ja kaputt. Komme ich denn jetzt überhaupt... Komme ich ja doch gar nicht zurück, oder was? Ach, wie blöd. Ja, dann muss ich das... Doch, hier kann ich zurück. Okay, ich dachte schon. Eine bestimmte Logik. Statue, Rüstung, Schild, Fackel. Ich glaube, ich schreibe mir das mal auf. Und nichts, ne? Aber ich glaube, das war in jedem Turm anders. Also, Statue. Rüstung. Dann kommt das Schild und dann Fackel. Okay, war das denn hier auch noch anders? Ich muss das mal eben sehen. Hier war das nämlich... Fackel, Rüstung, Schild... Statue und nichts. Aber das Schild kommt auch immer nach der Rüstung. Nichts und Fackel. Ja, okay, Moment. Dann kriege ich das hin. Weil es ist immer dieselbe Anordnung, nur immer im Kreis herumgehen, sage ich jetzt mal. Das kriege ich doch dann hin. So. Also, wenn es mit nichts anfängt, dann kommt hier... Hier ist... Dann kommt hier die Statue. Eine Statue. Dann hier kommt steht hier eine Rüstung. Eine Rüstung. An dieser Stelle ist... Moment, habe ich das jetzt falsch gemacht? Aber dann geht das ja rückwärts. Also wir haben Fackel, Rüstung, Schild, Statue, nichts. Und wir haben nichts, Statue, Rüstung, Schild, Fackel. Es ist doch dann quasi rückwärts gehend. Wie mache ich das jetzt? Ich mache mal erstmal hier weiter. Also ich hatte genommen nichts. Dann hatte ich Statue. Dann hatte ich Rüstung genommen. Dann nehme ich jetzt mal das Schild. Ein Schild. Bin ich jetzt schon durch? Und dann hier kommt ist eine Fackel. Ein Fackelhalter. War aber nicht richtig, oder was? Okay, warte mal. Habe ich das jetzt... Ich bin sowieso durcheinander jetzt gekommen. Moment, ich muss das nochmal machen. Vor allem, ich habe ja hier auch wieder nichts. Das ist ja das Gemeine. Dann blicke ich es doch noch nicht hier ganz. Steht... Wenn das hier nichts ist. Ach Gott, ja. Nichts. Hier ist... Eine Statue. Eine Statue. Hier steht... Eine Rüstung. Eine Rüstung. Ein Schild. An dieser Stelle ist... Ein Schild. Ein Schild. Hier ist... Ein Fackelhalter. Ein Fackelhalter. Es ist aber nicht richtig. Und das wäre jetzt die Reihenfolge von Turm 2. Ja, dann nehmen wir mal... Hier steht... Fangen wir mal von Turm 1 an. Fackelhalter. Ein Fackelhalter. Hier ist... Rüstung. Eine Rüstung. Hier steht... Ein Schild. An dieser Stelle ist... Eine Statue. Eine Statue. Hier und? Ist... Nichts. Nichts. Auch das ist nicht richtig. Das war Turm 1, 2, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich frage mich halt, ob die Mädchen eine Darstellung sein sollen für Rüstung.
Und das Ding ist, einmal endete es mit nichts und einmal beginnt es mit nichts. Vielleicht müsste jetzt in Turm 3 halt in der Mitte nichts sein oder so. Ich probier's mal. Hier steht nichts. Nichts. Hier ist... Nee, das ist aber auch Quatsch, was ich mache. Moment mal. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht klar denken. Die Objekte in den Kammern sind nach einer bestimmten Logik angeordnet worden. Seht euch die anderen Räume genau an. Vielleicht könnt ihr ein Muster erkennen. Ich muss mal eben überlegen. Ich fühle mich gerade ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich immer die Zeit beachten muss nebenbei. Fackel, Rüstung, Schild, Statue, nichts. Nichts, Statue, Rüstung, Schild, Fackel. Ist genau rückwärtsgehend, aber ich verstehe dann beim Muster nicht bei Turm 3 jetzt, wie ich dann beginnen soll. Weil ich habe jetzt beide Versionen ausprobiert, aber es hat ja nichts genutzt. Also muss ich, glaube ich, hier nach diesen Merkmalen hier gehen, damit ich das überhaupt verstehe. Also ich denke, hier oder da soll nichts sein. Was hat die Palme zu bedeuten? Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich glaube, dass das hier könnte auch als Lichtquelle ein Hinweis für Fackel sein. Hier steht ein Fackelhalter. Ein Fackelhalter. Wenn hier ein Fackelhalter ist, ja, dann keine Ahnung. Könnte hier halt dann nichts kommen. Glaube ich aber irgendwie nicht. Fackel. Nichts. Statue ist ja auch komisch. Fackel. Tja, ich probiere es mal aus. An dieser Stelle ist... Probieren geht über Studieren. Nichts. Hier ist... Was hatte ich gesagt? Fackel. Nichts. Dann kommt hier eine Statue. Eine Statue. Dann kommt hier eine Rüstung. Hier steht eine Rüstung. Und hier ist ein Schild. Ein Schild. Ist aber auch nicht richtig. Schade, schade. Ich werde ihn töten. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Du wirst schon noch sehen. Warum ist hier ein Licht? Ist das ein Hinweis auf Fackel? Wie ich ihn hasse. Hier steht eine Palme. Hier steht eine Palme. Ganz deutlich. Warum kapiere ich das nicht? Es ist bestimmt... Es ist ja logisch. Ich meine, es... Aber irgendwie auch nicht. Weil es halt in dem einen Turm so anfing und in dem anderen so. Und man kann halt nicht sagen, dass es jetzt nur rückwärts geht, weil bei dem einen fing es an mit Fackel, dann kam die Rüstung. Bei dem anderen ist Fackel ganz unten, aber danach käme halt wieder nichts. Und nicht Rüstung. Von daher verstehe ich halt doch noch nicht so ganz das System, aber ich probiere es einfach mal aus. Was könnte denn eine Palme sein? Weiß ich nicht. Die Fackel, wenn das die Lichtquelle eine Fackel sein soll... Schild. Nichts. Keine Ahnung, nichts. Nichts. Nichts hatten wir bei der Palme auch noch nicht. Dann käme An hier... An dieser Stelle ist... Eine Statue. Eine Statue. Hier ist... Eine Rüstung. Eine Rüstung. Hier steht... Ein Schild. Hier ist... Ein Fackelhalter. Ja, und wieder nicht richtig. Okay. Nein, das war auch falsch. Ich muss nochmal zurückgehen. Hier rein und probiere es jetzt noch. Ich weiß immer nicht, warum mein Bildschirm seit neuestem immer beim Laden so komisch schwarz wird. Vielleicht werde ich ja schlau, wenn ich das hier nochmal sehe. Hier ist nichts. Dann kommt eine Statue. Rüstung, Schild, Fackel. Ist die Fackel immer beim Eingang? Muss ich mal drauf achten. Ja.
schon. Vielleicht hat das ja was zu bedeuten irgendwie. Wenn man mal nicht von dem, was ich aufgeschrieben habe, gehe, sondern irgendwie von dem, wie es optisch irgendwie steht. Zwischen Rüstung und Statue immer ein Schild. Rüstung und Schild. Tja, irgendwie schwierig. Ist das Schild immer neben der Fackel, wenn, das kann ich ja sehen an dem, was ich auch aufgeschrieben habe, Schild, Fackel? Nein. Das macht also auch keinen Sinn. Schwierig, 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 schwierig. Dann müsste, aber irgendwo bei einem Eingang ist immer die Fackel. Hier steht... Fangen wir nochmal mit Fackel an. Ein Fackelhalter. An dieser Stelle ist... eine Rüstung. Hier ist... ein Schild. Hier steht... eine Statue. Hier ist... nichts. Das wäre auch eigentlich so meine beste Reihenfolge gewesen, aber es ist einfach nicht richtig. Ja. Hier steht... ein Fackelhalter. Ein Fackelhalter. Weil da Licht ist. Deswegen. Obwohl es mich irritiert, weil ich würde immer Statue und Rüstung gerne für die Menschen einsetzen, irgendwie, weil ich das nicht kapiere, wieso die hier stehen. Für mich ist... an dieser Stelle ist... eine Statue. Eine Statue. Weil sie so aussieht wie eine Statue. Hier ist... ein Schild. Hier steht... ein Fackelhalter. Nein, bleib hier. Hier ist... nichts. Das habe ich jetzt auch wieder völlig anders gemacht. Boah, ich krieg die blöde richtige Lösung nicht raus. Das ist voll doof. Fackelrüstung, Schild, Statue, nichts. Und ich fühle mich unter Druck gesetzt und probiere es einfach nur noch aus. Hier steht... es nervt mich gerade ein bisschen, dass ich nicht drauf komme, wie das hier geht. Nichts. Nichts. An dieser Stelle ist... eine Rüstung. Hier ist... ein Fackelhalter. Hier steht... eine Statue. Hier ist... ein Schild. Wieder ganz anders und wieder nicht richtig. Hier steht... eine Rüstung. An dieser Stelle ist... ein Fackelhalter. Hier ist... ein Schild. Hier steht... nichts. Hier ist... was hatte ich jetzt noch nicht? Eine Rüstung. Ist wieder falsch. Ich komme nicht drauf. Ich brauche mal eben eine Minute. Es tut mir leid, dass ich im Moment so die Cuts immer mache, weil ich die Zeit zum Nachdenken brauche. Aber ich muss das mal eben kurz kapieren. Und ich möchte es erstmal kurz selber noch darüber nachdenken, als dass ich jetzt irgendwie gleich in die Lösung gucke. Und das kann ich ja immer noch machen, wenn ich merke, irgendwie ich komme jetzt nicht selber drauf. Aber ich brauche diesen Moment mal einmal wieder kurz. Und es tut mir leid, wenn ich dafür gerade wieder kurz einen Cut mache. Bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt wird's richtig, jetzt wird's kompliziert. Ich habe jetzt echt eine ganze Weile hier mich damit auseinandergesetzt und bin dafür nochmal in alle Türme gegangen. Um in alle Türme zu kommen, ich demonstriere es mal eben schnell. Eigentlich haben wir nicht die Zeit dafür, aber ich möchte gewisse Dinge ja, ich will euch ja teilhaben lassen, sagen wir es mal so. Das war wieder der falsche Weg. Ich nehme immer den blöden falschen Ausgang. Geh mal hier zurück, so. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Lösung jetzt habe, aber ich denke, ich bin auf einem richtigen Weg zumindest. Und dann bin ich schon mal weiter als vorher. So, um hier rüber zu gehen und um hier weiterzukommen, was nicht geht. Die Arme spüren die Magie des Kristalls in eurer Tasche. Kommt ihnen besser nicht näher. So, wir haben diesen komischen Kristall eingesammelt. Den kann man zuallererst mal aktivieren und deaktivieren.
So, jetzt ist er nicht mehr an und dann kann man hier nämlich auch... Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Genau, kann man hier entlang laufen, kann man zum Beispiel halt in Turm 2 hinuntergehen und auch zu Turm 1 zurückkommen. Und hier sieht es auch alles ganz komisch jetzt aus. In der Mitte des Raumes haben sie erst ein Loch geschlagen und es nun überwuchert. Wie eine Brücke. Ich glaube sogar, dass ich nochmal zurückkommen muss, weil die Energiekristalle sind ja noch gar nicht hier alle irgendwie zerstört. Aber ich kümmere mich gerade erstmal um Turm 3 und habe mir Notizen zu allen Türmen gemacht mit T3 unten, T3 oben, T2 oben, T2 unten und so weiter. Und ich brauche jetzt nicht die ganzen Reihenfolgen nochmal erzählen. Also bei T1 oben ist es Fackel, Schild, Rüstung, nichts, Statue. Bei T1 unten ist es nichts, Schild, Statue, Fackel, Rüstung. Und so geht das dann weiter mit den anderen Türmen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und dann dachte ich, wäre es ja ganz logisch, anhand dem, dass man jetzt alle Türme hat, denn ich konnte das gar nicht rauskriegen mit nur zwei Türmen, wo die ich mir angeguckt habe. Nein, man muss sich alle irgendwie anschauen. Am besten aufschreiben, so wie ich das mache, glaube ich. Und dann hat man so ein bisschen einen Überblick, mit was fängt es immer an, mit was hört es auf oder was könnte jetzt bei T3 oben kommen, also bei Turm 3 hier oben, wo wir sind. Womit hat es noch nicht angefangen und so halt, weil man hat ja diverse Kombinationen schon gehabt. Also guckt man, was hatte man noch nicht. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlte, war das Ende. Also ich glaube, dass es mit Fackel, Rüstung, Statue beginnt, denn das wäre eine Reihenfolge, die anderen ergänzt sozusagen. Allerdings weiß ich nicht, ob es mit Nichts und Schild endet oder mit Schild und Nichts. Das habe ich jetzt noch nicht so rausgekriegt, aber ich dachte mir, die zwei Sachen kann man ja auch so ausprobieren. Und ich leg mal hier los. Hier steht... Und ich habe keine Ahnung, ob das halt hinhaut, was ich mir hier zurechtgereimt habe. Ein Fackelhalter. An dieser Stelle ist... Dann kommt hier eine Rüstung. Eine Rüstung. Dann kommt hier eine hier Statue. Ist Gott, ich bin aufgeregt, ob das eine klappt. Eine Statue. Ja, und jetzt hier steht zwei Möglichkeiten, entweder Nichts und Schild, und das mache ich jetzt erstmal, oder Schild und Nichts. Nichts. Und hier ein Schild. Ist... Na komm. Ein Schild. Ach, schade. Nichts hat sich getan. Gut. Hier steht... Dann nochmal Fackel. Ein Fackelhalter. An dieser Stelle ist... Eine Rüstung. Hier ist... Statue? Eine Statue. Hier steht... Mache ich jetzt ein Schild? Ein Schild. Und hier, dann hier ist... Nichts. Nichts. Jawoll! Das ist richtig gut gelaufen. So, die Zeit ist auch um. Tada! Aber ich freue mich echt total, weil ich habe jetzt nicht irgendwie woanders reingeschaut und mir angeguckt, wie das geht, sondern ich habe es wirklich selber aufgeschrieben und die Lösung rausgekriegt. Und wenn man halt erstmal durch dieses System durchblickt, dann ist es halt auch echt gar nicht mehr schwer. Aber am Anfang, wenn man sich nur zwei anguckt, zwei Anordnungen, denkt man, hä, das kann man dann gar nicht verstehen. So muss man halt nur eigentlich immer die Wörter abgleichen und gucken. In der ersten Reihe, da hatte man jetzt, also als Beispiel, Fackel nichts, Fackel nichts. Dann T3 unten war auch wieder nichts, also nimmt man bei T3 oben natürlich wieder Fackel. So, und dann hat man schon mal einen Anfang. Und so habe ich mich fortgesetzt und wie gesagt, wusste nur am Ende nicht, was jetzt kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir haben wieder eine Runde mehr geschafft und in die nächste kommen wir bestimmt etwas schneller und leichter und ich bin gespannt, was noch kommt. Das Rätsel hat mir Spaß gemacht und ja, für euch ging das jetzt sehr schnell, aber ich habe eine Weile dran gesessen. Danke und tschüss.